Ja, also diese kleine Maus hier, die ist super lieb, super nett. Hatte nur ein kleines Problem mit Futter und den anderen Hunden, deswegen sitzt sie jetzt alleine und sollte auch am besten alleine gehalten werden. Sie hat aber halt auch schon die Erfahrung gemacht, ist selbst attackiert worden von den größeren. Also das ist so ein Nehmen und Geben hier.